Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 15. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir wissen dürfen, dass du uns segnest und dass wir etwas zurückgeben können davon. Sei es durch unseren Zehnten, sei es durch Worte, die wir sprechen, sei es, dass wir einfach ein Segen sind für andere Menschen. Wir möchten dich bitten, dass du heute durch dein Wort zu uns sprichst und danke dir dafür im Namen Jesu. Amen. 1. Mose 15 und dort Vers 1. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Fürchtest du dich manchmal? Gott sagt, ich bin bei dir, ich will dich beschützen und ich werde dich belohnen, fürchte dich nicht. Abraham aber sprach, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Abraham hatte alles verlassen. Abraham war Gott gefolgt. Abraham wusste von Anfang an, dass seine Frau unfruchtbar war. Aber irgendwie war bisher gar nichts geschehen. Hatte Gott ihn verlassen? Kennst du dieses Gefühl, wenn man sich auf Gott verlässt und dann scheinbar gar nichts passiert? Abraham hatte dieses Gefühl. Vers 4, doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führt ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Ist nicht das erste Mal, dass Gott ihm so etwas gesagt hat. Er hat auch schon davon gesprochen, dass der Same sein soll, wie der Sand am Meer. Und jetzt kommt ein Schlüsselvers. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Lieber Freund, liebe Freundin, glaube dem, was Gott sagt, auch wenn du es noch nicht sehen kannst, wenn du es noch gar nicht spüren und fühlen kannst, glaube den Verheißungen, die er in seinem Wort gesprochen hat und er wird sie wahr machen zu seiner Zeit, auf seine Art und Weise, so wie es für uns am besten ist. Glaube ihm, vertraue ihm und er wird dich nicht verlassen. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Abraham hat immer noch diese Fragen und er will Gott glauben und er glaubt Gott, aber er braucht etwas Sicherheit. So scheint es. Und jetzt heißt es hier, und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht so, wie man das damals machte, bei einem Bundesschluss. So ähnlich hat er das gemacht mit Aner und Eschkol und Mamre. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder herkommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Wenn wir die Prophetie verstehen, dann sehen wir plötzlich genauer unseren Platz im Heilsplan Gottes. Und dann verstehen wir vielleicht auch, warum manches nicht so schnell geht, wie wir uns das vielleicht wünschen. Prophetie zu kennen ist übrigens sehr hilfreich, auch für das persönliche, eigene, alltägliche Leben. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Gott macht einen Bund mit Abraham. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat, die Kenesiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Pherisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kananiter, die Girgasiter
Und die Jebusiter, Gott macht einen Vertrag mit ihm und sagt, du kannst dich auf mein Wort verlassen. Weißt du, lieber Freund, liebe Freundin, dass Gottes Wort so fest steht, als ob Gott einen Vertrag mit dir gemacht hätte. Geh doch heute mal durch den Alltag, so als ob Gott einen Vertrag mit dir gemacht hat, dass sein Wort auf jeden Fall eintreten wird. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Kannst noch mal nachschlagen in 1. Mose 3 und wirst viele Parallelen stellen zwischen dem Sündenfall und dieser Stelle. Und ähnlich wie bei Noah in 1. Mose 9 haben wir hier einen Glaubenshelden, der plötzlich versagt. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abram 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. 10 Jahre lang hatte Abraham gewartet, er hatte geglaubt und diesen Bund mit Gott geschlossen, aber dann wurde er schwach. Und das Ganze führte zu Problemen in der Familie. Lasst uns lernen, Gott wirklich zu vertrauen. Lieber Vater im Himmel, bitte schenk uns diesen Glauben, den Abraham in 1. Mose 15 gehabt hat. Und bewahre uns davor, solche Entscheidungen zu fällen, wie sie Abraham in 1. Mose 16 gefällt hat. Das bitten wir für den heutigen Tag. Im Namen Jesu. Amen.